Ja, und herzlich willkommen, lieber Köter, liebe Theresa, lieber Müller. Und auch euch herzlich willkommen zurück bei Kingdom Come Deliverance. Ja, willkommen, willkommen. Ja, wie geht's? Ja, ich hoffe, ihr konntet erdulden, die letzte Folge. Das war ja, als ich mich quälend in einem Zeitraffer durchgemogelt habe, weil ich komplett überladen bin. Dafür haben wir mehr oder weniger eine ziemlich gute Rüstung jetzt, die auch komplett heiler ist. Da habe ich ja sehr, sehr viel Geld in die Hand genommen. Das waren ja, keine Ahnung, 2.500 Groschen, die ich für alles drum dran mit Reparatur, also auch die ganzen Waffen, alles fix und fertig, komplett wieder schön, gehübscht. Und das Gehübschte gibt uns schon ein bisschen eine andere Anrede. Das mag ich mich noch entsinnen vom letzten Mal. Nachteil, wir haben verhältnismäßig sehr, sehr wenig spatzig, bis wir überladen sind. Also das heißt, ich muss schauen, wo sind denn die wieder? Irgendwo war das, aber ich bin mir nicht mehr sicher. Ah nein, warte mal, hier oben, und zwar Kämpfe. Genau, also um Stärke zu machen, muss ich Kräuterkunde verstärken. Also das heißt Blümchen sammeln, Blümchen, weil mit Stärke komme ich dann ab Stufe, schauen wir noch. Ich meinte schon ab der nächsten Stufe Packesel. Ab Stufe 8, genau, da könnte ich nochmals einen Packesel, und dann, du kannst 20 Pfund mehr als sonst tragen. Das heißt, ich könnte dann anstelle von, wie viel sind es aktuell, so um die 10, ne? Ja, 15, ja, 14 und ein bisschen schieß mich tot, wären es dann irgendwie 34 Kilo, die ich dann tragen kann. Und es vor allem so Vollrüstungen sind dann doch ziemlich, ziemlich schwer. Was wir jetzt als erstes machen, weil wir hier sind, einmal kurz waschen, ist das Buch lesen. Die Speisen des Herkules. Ich meinte, das wäre das da, ne? Die Axt. Wieso habe ich die Axt abgelegt? Könnte ich ja gerade so gut verkaufen, ne? Und Arbeitsstiefel auch. Also gut, die Warhouse Gambeson, die wird behalten. Da würde ich höchstens mal die noch in die Reparatur schicken, dass die nicht ganz zerfällt. Genau, die Speisen des Herkules, ich meinte, das wäre das Buch von unserem Vater. Wir haben ja in, glaube ich, letzte Aufnahme war es ja, Inventar. Gibt es etwas, was ich ganz ablegen möchte? Einmal. Können wir reden? Schönen Tag. Ja, schönen Tag dir.
Gibt es die gestohlenen Waren verkaufen? Ich habe hier Dinge, die ihren Besitzern abhanden gekommen sind. Aha. Mal sehen, was wir da machen können. Keine Ahnung, ob ihr noch Groschen habt. Vermögen des Händlers, ja, der... Das können wir eigentlich gerade mitnehmen, die Regeln des Nikolaus. Der hat ja ziemlich einiges noch bekommen. Verkaufen möchte ich. Hundeleder, Verbände 3 Stück. Jetzt muss ich einmal kurz durchgehen. Waffen, die Fackel und der Knüppel. Ja. Hat er nicht gemerkt, dass es seine eigenen Waren waren? Geht's hier? Ich meine, wir müssen üben, ne? Ich meine, wir müssen üben, ne? Und wenn wir so üben können, in den Topf geben, nein, danke. Warte mal, ich möchte dir nochmals Plunder verkaufen. Gib ihr nochmals die gestohlenen Waren verkaufen, genau. Ich habe hier Dinge, die ihren Besitzern abhanden gekommen sind. Aha. Mal sehen, was wir da machen können. Das ist dann wieder geil beim, wenn man so etwas machen kann. Verkaufen. Das einmal. Die beiden. Den Knüppel. Leinenhemd. Pferdeleder. Spinnennetz. Das und Verband. Nochmals kurz durchschauen. Ja, Waren. Ich meine, es gibt uns Groschen. Und die Möglichkeit, Heimlichkeit zu verbessern. So, wir setzen uns, damit wir es bequem haben. Weil, wenn wir es bequem haben, gibt es einen kleinen Bonus beim Lesen. Und je mehr wir lesen, umso besser wird unser Leseskill. Das heißt, wir können besser lesen. Es gibt jetzt, wir können zwar lesen, aber manchmal stimmen die Buchstaben immer noch nicht ganz. Und das möchten wir verbessern. Ich meinte, je öfter wir ein Buch lesen, desto besser wird es nochmals. Also das heißt, ich würde die Bücher gerne bei mir verwahren, damit das einfach besser wird. Dass ich die immer wieder mal, wenn ich wieder hier bin, mal kurz rausnehme, die Bücher aufklappe, so für ein paar Sekunden pro Seite bleibe. Die werde ich dann nicht nochmals vorlesen, außer ich werde merken, dass die deutlich besser werden zum Lesen. Dann würde ich vielleicht sagen, so gegen das Ende des Let's Plays lesen wir die nochmals. Aber das steht in den Sternen, also da verspreche ich euch nichts. Die Regeln des heiligen Nikolaus. Die Regel des heiligen Nikolaus. Reibung ist ein Phänomen, das auftritt, wenn sich ein Körper in Bewegung nahe einem anderen Körper befindet. Der nötige Kraftaufwand, um Reibung zu überwinden, erzeugt vor allem Hitze. Lernen. Lernen? Ah, das ist ein Taschendieb. Fortschritt zu 100%. Ja, dann los. Lerne.
Das ist ja wunderbar, wenn wir durch Bücher, und ich meine 60 Groschen, das sind jetzt nicht das Allermeiste. Ich glaube, es gab Bücher, die sind deutlich schwieriger und kosten dadurch deutlich mehr. Neue Stufe, du bist verbessert im Taschendiebstahl, glaubst neue Hauptstufe auch noch. Du hast dieses Buch bereits ausgelesen. Ja, okay. Dann die Speisen des Herkules. Die Speisen des Herkules. Ne Maischer Löwe in Sahnesoße, erymantischer Eber in Wein geschmort und andere feine Delikatessen. Stärke. 4 Stunden, dann haben wir das gelernt. Das freut mich, dass wir gerade so zwei Bücher haben, die uns da deutlich Boni geben. So Bücher, dass du hast Stärke verbessert. Und wenn man es ausgelernt hat, du kannst dich nicht mehr konzentrieren, da du heute schon mehr als genug gelesen hast. Okay, das heißt, wir können vielleicht dann, wenn ich jetzt schlafe, so bis 6 Uhr, dann haben wir Energie, alles. Vielleicht kommt dann der Kopf auch zur Ruhe und wir können nochmals das Buch lesen. Das wäre schön. Vielleicht können wir da nochmals ein bisschen mehr rauskitzeln. Auch wenn ich denke, dass es heißt, okay, du hast genug gelesen. Ich habe mir nebenbei noch, gestern oder vorgestern war das, habe ich mir mal so ein wenig die Erfolge durchgeschaut bei Kingdom Come. Was da... Okay. So lange dauert es nicht, dieses Buch zu Ende zu lesen. Okay. Dann haben wir noch so etwa eine Stunde, ein bisschen mehr, bis wir da komplett das durchgelernt haben und durchgelesen haben. Das ist wunderbar. Du hast verbessert Stärke. Und ich habe es ausgelesen. Wunderbar. Können wir das Lesebuch lesen? Lesebuch. Mäh, mäh, schwarze Schafe, gebt ihr Wolle. Findet es in unserer aktuellen Veröffentlichung heraus. Ein Lehrbuch für das 15. Jahrhundert, bald auch in einem Skriptorium in deiner Nähe. Du kannst jetzt nicht länger lesen. Wieso? Wahrscheinlich sehr komplexe Methodik hier drin. Und wahrscheinlich auch noch ein bisschen der Kopf von vorhin. Also, wir gehen zurück. Wir stehen auf. Ich leg mal Inventar das ab und das ab. Das Lesebuch behalte ich noch aktuell. Ja, aus dem Topf essen. Wunderbar. Dann raus. Was machen wir jetzt? Das ist eigentlich das ein bisschen andere. Diebischer Müller Peschk. Diebischer Müller Wojciech. Na los, verpass mir eine. Rache gelüstet, Schwert des Königs, gutes Geld für gutes Fleisch. Könnten wir eigentlich machen? Ja, haben wir das. Und dann müssen wir Richtung Kloster, um das weiterzumachen. Dann jetzt noch beim Spieler. Hauptstufe fehlt uns noch ein bisschen. Armstärke. Ich dachte, es wäre eine Stufe höher geworden.
Leider nicht. Es hat sich zwar verbessert, aber nicht in der Art und Weise, wie ich es mir gewünscht hätte. Aber beim Leseskill können wir noch etwas machen. Schnäppchenlee. Sämtliche Bücher in Läden sind günstiger. Das wäre gut. Wenn du zum ersten Mal ein Fresko, ein Kreuz oder einen Bildstock erblickst, wird dein Charisma vorübergehend 2 Punkte erhöht. Nice, aber könnten wir warten. Da würde ich fast eher Schnäppchenjäger nehmen. Gebildet zu sein hinterlässt bei den Leuten einen guten Eindruck. Du erhältst einen Bonus von 1 Punkt auf Redekunst, wenn du versuchst, eine Wache zu überzeugen. Dann würde ich aktuell lieber den Schnäppchenjäger nehmen. Taschendieb. Was haben wir da verbessert? Erhöht die Chance für einen erfolgreichen Taschendiebstahl, wenn dein Opfer dir die gleiche Charisma-Stufe aufweist wie du. Menschen wie diese erkennst du für gewöhnlich daran, dass sie ähnlich gekleidet sind wie du. Aha, also das heißt, wie Ritter wie ich, gut zu wissen. Guter Riecher, wenn du Leichen plünderst, findest du mehr Münzen. Ja, okay, nehmen wir das. Rieche ich einfach mal, ob da noch irgendwas drin sind oder nicht. Statistiken, Kampf. Ja, Stärke fehlt mir halt wirklich noch. Ein bisschen Auffälligkeit. Je mehr Geräusche du verursachst, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass du entdeckt wirst, wenn du dich bewegst. Geräusche werden von deiner Kleidung und deinen angelegten Waffen verursacht. Okay, Auffälligkeit. Je auffälliger du bist, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass dich jemand eines zweiten Blickes würdigt. Der Wert wird durch deine Kleidung fest. Sichtbarkeit, das ist Tarnung, Charisma. Eigentlich müsstest du manchmal wirklich so mehrere Outfits dabei haben, dass da irgendwas lauffrei, da hat es noch nichts weiter verbessert. Stimmt, wir müssen. Okay, Hinweisgeber, Questgeber, Aktivität, neue DLC-Quest, Schnellreiseziel, Köter, unerforschter Ort. Okay. Unfallort, Kirche etc. passt. Ja, und das alles, das habe ich mal gesagt, das kommt dann in Sonderfolgen, aber heute habe ich nicht Bock, groß zu lesen. Aber schön, haben wir das gemacht. Gelesen haben wir, seine Schlüssel haben wir geknackt und Diebesgut rausgenommen, haben wir auch. Mal schauen, geht's hier rein? Nö. Man weiß ja nicht. Irgendwie sind wir zwar schon eine Weile hier, aber wirklich alles entdeckt haben wir wahrscheinlich noch nicht hier. Hier auch nicht. Okay, was ist denn das? Setzen. Schon irgendwie verdächtig hier. Salz, das ist etwas Wertvolles. Ich könnte das Brot nehmen, die Äpfelchen und Karotte, dass ich da nochmals ein wenig von der Nahrung die Sattheit nochmals ein bisschen hochkriege. Sattheit, jo. Perfekt, dann kann ich doch die Äpfelchen einfach. Mache ich die Nahrung. Inventar. Nahrung. Gebe ich die wieder ab. Dann bleiben die hoffentlich ein bisschen frischer. Das sieht aus wie Kräuter, aber Kräuter kannst du nichts machen. Oder noch nichts. Hallo Kratzer.
Köter. Ja, ich bin in letzter Zeit sehr oft wieder Videos am Schauen von... Hallo, Hundi. Ja, jetzt bellen die Hunde um die Wette. Die hat Fälle bis zum geht nicht mehr. Jetzt muss ich mal... Questgeber? Okay. Ja, wisst ihr was? Dann gehen wir einmal da, wo wir die Blumensammelei gemacht haben. Gehen wir doch hier hinauf, holen die Quest ab. Ich meine, Quest mitnehmen ist die eine Sache, sie zu machen ist das andere. Und dann würde ich sagen, wenn wir die geholt haben, hier wieder runter, hier rüber, mal schauen, was hier ist, und dann so richtig Sassau in den Wäldern schauen, um zu jagen. Ich meine, da können wir ja Hundi mitnehmen, er kann auch Rehe erlegen. Da können wir ein Stück Fleisch ihm mal verfüttern, dass er noch zufrieden, gesättigt ist. Und dann schauen wir, dass wir die 40 Rehe, also das 40 Wildfleisch mitkriegen. Und dann hier das beim Metzger abliefern können. Was wir hier noch brauchen, gut, wir könnten auch schauen, dass wir um die 140, 150 Vorräte, weil dann könnte ich hier einmal abgeben, plus noch hier oben hier ungefähr ist ja die gute Dame, wo ich den Namen vergessen habe, die aber auch aus Garlice stammt, die sich um die Verwundeten kümmert, die so ein wenig Beef hat mit dem, keine Ahnung, ob es der Kämmerer war oder müsste ich jetzt nachlesen, aber keinen Bock dazu, der irgendwo hier vorne wohnt, der ihr die Nahrungsration verweigert. Genau, das könnten wir doch jetzt eigentlich so machen. Und ja, genießen wir. So, jetzt versuche ich mal mich zu erinnern, dass wir die Ausdauer immer wieder ein wenig verbrauchen, damit wir, so hoffe ich, die Vitalität, meinte ich, wäre es in dem Spiel, oder die Stamina. Eins von beiden, dass dort das ein wenig verbessert wird, indem wir immer wieder so ganz uns ausrennen, dann wieder zurückhalten, wieder, also wieder aufladen und dann wieder verausgaben, damit wir das so ein bisschen pushen können. Und dann wäre natürlich eigentlich genial, wenn wir, ich würde sagen, wir schauen auf dem Rückweg von oben nach unten. Da ist nochmals jemand, ne? Menno. Aber gut, wir sind auch echt ein Noob noch. Fortfahren. Und ich meine, wir haben jetzt... Ach, Menno, stimmt. Ja.
Jetzt müssen wir das nochmals machen. Das können wir auch mitnehmen, um wegzugeben. Hundi. Möchte er natürlich nicht. So. Einmal waschen, dann muss ich warten, bis der liebe Bauer wieder aufgewacht ist. Damit wir die beiden Sachen stehlen können. Das ist so das Einzige, was ich wirklich an dem Spiel nicht mag, ist. Verzeiht Nisanfall. Ist die ganze Thematik mit dem Speichern, das ist ja das Unschönste am Ganzen. Hier. Ja, das würde ich eigentlich so belassen, weil bringt mir herzlich wenig. Ich glaube, das war ja nur die Übungstruhe hier. Ja, das war die Übungstruhe hier. Wo wir einfach immer wieder üben können. Bum, 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 bum. Bum, 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 bum. Wir können ja da nochmals umherschauen. Aber das ist wirklich übel mit den... Überall mit den Gefechten. Dass ich halt so ein Noob bin. Ah, wir könnten theoretisch auch hier sitzen. Und lesen. Das würde natürlich auch gehen. Hier haben wir Toilettchen. Tja. Kackst du auch? Wahrscheinlich kannst du hier lesen, so ein wenig nachstellen. So, heute bist du ja am Mobiltelefon. Früher warst du halt Buch lesen. Was unschön wäre, wenn er dann noch es so gestalten würde, dass Schlossknacken sehr schwer. Okay, der hat hier irgendwas zu verbergen. Dass man das so gestalten würde, dass der liebe Herr... was wollte ich jetzt darauf hinaus? Keine Ahnung mehr. Das ist jetzt klein wenig doof. Hallo? Dachte mir schon. Hallo Müller? Hast du hier nichts irgendwas versteckt? Hier wird Korn rein, unten Mehl raus. Hier wird das Mehl reinkommen. Da ist sie halt und dann, solange sie hier noch drin ist, möchte ich das nicht. Ja, warte mal. Ich warte einfach mal eine Stunde. So einfach geht doch das. Stunde ist rum. Hey, wach auf, Theresa. Schlafmütze, die Alte. Nochmals eine Stunde uns die Füße in den Dreck stehen. Weil ich möchte schon noch knacken. Ja. So, jetzt ist... Die haben wir ja... die ist ja immer offen.